Seid gegrüßt, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge zu Destiny. Ja, Destiny Folge 78 ist doch mal eigentlich eine geile Nummer. Und vor allem, was noch geil ist, ich habe mich privat ein bisschen mit einem Kumpel gezockt und mich hochgelevelt. Also ich weiß nicht mehr, in welchem Level ich in der letzten Folge war. Ich glaube irgendwas von 250 oder 249, aber jetzt bin ich gestiegen auf sage und schreibe 257. Wir haben jetzt noch die Chance, dass ich nochmal weiter steige. Zusätzlich habe ich noch mit ihm ein paar Sachen gemacht, wie man sein Licht noch weiter erhöhen kann. Deshalb werde ich das mit euch machen und zeige euch tippsmäßig noch zusätzlich, wie ihr Levels hochkommt. Und ja, das Besondere, was ich euch eben sagen kann, jetzt auf die Schnelle, was für mich meines Erachtens besser sind als Strikes, ist folgender. Sammelt, liebe Freunde, diese Runen, ne? Wenn ihr diese Runen sammelt, müsst ihr zu einer bestimmten Stelle im Patrouillenmodus im Grabschiff. Das werde ich euch natürlich mal zeigen, nur jetzt leider passt das zeitlich nicht. Setzt da die Runen ein und wenn ihr Glück habt und da sind mehrere Hüter da, also 5 große, starke müssen schon da sein, wenn ihr als 6. hinkommt oder 4 starke reichen auch aus und ihr kommt dazu, ist perfekt. Wenn ihr diese Runen einsetzt, bekommt ihr auf jeden Fall Loot. Das auf jeden Fall. Zusätzlich bekommt ihr noch, was da Loot rumliegt und habt ihr nicht gesehen. Und die Kollegen, die da sind, bekommen auch noch was. Vor allem steigt ihr dann im Level bei Eris. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ihr Rang 2 direkt gekommen. Und ich hatte da so gut wie gar keinen Rang. Und zusätzlich habe ich hier noch eine Mission bekommen. Ich soll Wurmsporen sammeln. Das werde ich natürlich auch noch machen. Also extra Eris Suche. Ja, es ist ziemlich eine geile Aktion und ich habe nochmal die neue Monarchie genommen, um da nochmal aufzusteigen. Und ich werde euch da zeigen, wie es da am besten geht. So, doch zuerst kommen wir mal zu unserem kleinen Engrammetag. Dann seht ihr, was ich da so habe. Bin da sehr gespannt. So, fangen wir mal engrammemäßig an. Erstmal hier Prämie, Seitenkodex, Seitenkodex. So, und das sind meine Engramme, die ich heute gesammelt habe. Ich würde sagen, fangen wir mal bei den Klamotten mal an. So, das gucken wir uns direkt an, ob da irgendwas ist. 243, hier 245, kick ich mal weg. Genauso wie der hier, kick ich mal weg. Intellekt ist schön, aber ich muss auch auf mein Licht achten, daher gucke ich später auf die Werte. So, ich werde jetzt jedes Mal ein Engramm nehmen. Mal gucken hier, ob man da vielleicht direkt was verwenden kann. 267. Das ist schon mal eine geile Nummer. Also habe ich schon was Gutes jetzt rausbekommen. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ne, wenn da jetzt Intellekt und Stärke zusammen wären, würde ich sagen, würde ich sogar das hier vielleicht wegtun, aber wenn das natürlich verteidigungsmäßig höher wäre. Aber gut, gucken wir weiter. So. Noch ein Handschuh. Noch ein Handschuh. Okay. Ein seltener Schatz. Gut, hier haben wir jetzt kein Glück gehabt. Gucken wir mal hier. Okay, die Legendäre mache ich zuletzt. Kontrolliere das ausführlich. Okay. Mhm. Gucken wir mal den Waffen. Gucken, was ich da rausbekomme. Ich bin da echt da neugierig. Okay, dann schaue ich mal, was ich da jetzt rausbekomme. Schuhe-mäßig muss ich da noch was machen. 255, 253. Das ist natürlich jetzt, naja, nichts Wildes für mich, Großartiges. Intellekt und Disziplin, das ist nur Intellekt. Aber das ist leider schwach, kommt weg. So, das habe ich ja neu bekommen, aber das gibt nur Stärke. Bringt mir nichts, weg. Waffenmäßig. So. Akkus 242, ja, das kann ja weg. Das brauche ich nicht. Dann bleibe ich lieber auf Raketenwerfer. Ich bin ja eher so ein Raketenwerfer-Typ. Das kann auch weg. Das brauche ich nicht. Bleib dann beim Maschinengewehr für Akkus vielleicht. So, Raketenwerfer hier. 253 habe ich doch. Feuer. Ja, hier habe ich leere Legendär. Das kann ich eigentlich mal wegpacken. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Das war alles schön gut, aber kann vielleicht meine andere Chars bekommen. 248. Moment, dann bleibe ich nochmal unten. 248, 243 war das, ne? Ja, dann kommt kein Maschinengewehr weg. Ne? So, 265. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier haben. 245. 245, aber das ist schnell.
So, 258. Die haut natürlich rein. Hier hat der Arkus. Leere. Der hier kann definitiv weg. Das definitiv schon. Ich muss wirklich jetzt mal gucken. Ich glaube, diese Schrote hier kann ich auch abgeben. Obwohl, der hat Arkus-Schrote. Das ist natürlich geil. Aber der hat 258. Der kann definitiv weg. So. Leere 200. Leere, der kann weg. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. So sieht schon mal gut aus. Wie sieht's hier aus? Ne, das habe ich ja schon. Da können wir nach oben spazieren. 266. Den nehme ich definitiv. Oh, die 260 erreicht. Moment, der kann weg. Und den mag ich ja. Die Handfeuerwaffe kann weg. Ganz ehrlich, die beiden lasse ich noch. Wenn das nicht fett ist. So. Der kann definitiv weg. Bei den... Oh ja, lassen wir mal. So. 267, 243 kann weg. Kann auch weg. Da muss man ja Prioritäten setzen. Intellekt, ja, der hat nur Intellekt, das ist schon mal okay. Ja, vielleicht lasse ich mal einen, wo ich vielleicht was erhöhen muss. Ja, können die beiden auch weg. So, ihr seht ja schon, da oben habe ich einen neuen Helm gekauft, aber das kommen wir gleich dazu. Ja, wenn das nicht mal geil ist, ne, ist ja mal super geil gestiegen, aber hier hat er Intellekt und Disziplin, das ist ja perfekt. Den ganzen Rest kann ich eigentlich wegkillen, aber was für eine Scheiße ich rausbekommen habe, ne? Ist ja schon wohl eine geile Nummer. Also ich bin jetzt schon auf Licht 260. Perfekt. Freue mich gleich den Scheiß hier noch zu leveln. Moment. Dann wechsle ich hier. So. Jetzt haben wir noch hier. Pass auf dich auf. Reif der Neigung. Eieieiei. Intellekt und Stärke. Wenn ich das ausrüste. Minute. Ja, komm. Hauptsache so ein bisschen was. Da sage ich ja nichts. Tue ich mal hier weg. Da tue ich mal weg. So, weiter im Text. Kryptarch. Es geht noch weiter. Sehr gut. Schüßkes. Was haben wir da für Schüßkes? Bitte was Gutes. Schon wieder Stärke. Aber, ey. 282. Da geht Intellekt ganz drauf. Ja, komm. Boah. Granaten kann ich zwar ja häufiger einsetzen. Ah, das ist natürlich mies, aber... Ja, was soll ich machen? Die lasse ich noch. Das war ein schönes Geschenkchen. So, was haben wir denn noch? Eine Waffe. Was, du damit an- was haben wir denn da für ein Fusionsgewehr? 265. 275 an Feuerschaden. Kann doch irgendein Feuerschaden noch weg, ne? Krass. Ne, Feuerschaden mag ich. Das wird definitiv gelevelt. Wow. 264. Alto Belly, ey. Das ist jetzt mal geile Chose, ja. Ich könnte mir jetzt noch ein Engramme kaufen, also nochmal so ein Engramm, aber dann warte ich noch. Möge die nächste Krise. Das ist mal jetzt ein fetter, geiler Loot. Was wir jetzt noch haben, genau, ich wollte euch jetzt schnell noch den Tipp geben, was ihr machen müsst, um vielleicht was eine Chance hat. Also ich sag mal so, ich hatte jetzt 200 und ein paar zerquetschte an Lichtpartikel, was gar nicht mal so schlecht ist, hab lange gefarmt. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel, aber ist egal, bei welcher. Ihr könnt bei Neuer Monarchie, ihr könnt überall hin, das spielt keine Rolle. Da, wo ihr am liebsten seid. Meine Lieblingsfraktion ist ja der Tote Orbit, weil hier habt ihr wohl noch eine Chance, einen sehr guten Scout-Gewehr zu bekommen. Vielleicht war der hier gemeint. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, um da, ist es so, jede Stufe, die ihr erreicht, kriegt ihr ja ein Paket. Und hier bietet der, oder könnt ihr 5 Lichtpartikel spenden. Und da ich ja so viele Lichtpartikel hatte, habe ich die gespendet. Also es spielt aber keine Rolle. Es müssen nicht Lichtpartikel sein. Nur falls das, was ihr übrig habt, was ihr entbehren könnt, macht es. Zum Beispiel hier Waffenteile, 25 Stück. Rüstungsmaterial könnt ihr
hier Spezialmuni, wenn ihr Synthesen habt. Oder halt natürlich die schwere Muni. Ihr müsst gucken, was ihr übrig habt. Was ihr vielleicht viel zu viel habt. Dann könnt ihr spenden und dann könnt ihr natürlich ein Level aufsteigen. Das habt ihr vielleicht gesehen. Ein, zweimal habe ich das ja mal gemacht. So ein Paket genommen und zack, bin ich gestiegen. Also ich kann es nur empfehlen. So geht's schnell und halt noch dieses eine Spiel. Zeige ich euch da dann mal in Ruhe, weil ich muss ja eh dahin. Da können wir das ja mal eine Folge mal lang machen. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Das mache ich dann natürlich in Ruhe. Aber das ist eine geile Aktion, um halt irgendwie schnell was zu steigen. Und innerhalb dieser kurzen Zeit bin ich jetzt auf 264. Das ist ja schon mal ansehbar. Das heißt, ich könnte Dailies jetzt schon mal gut mitmachen. Und wenn ich diesen Weg weiterführe, habe ich die Chance, vielleicht eventuell noch, was schnell zu erreichen, levelmäßig. Vielleicht noch für einen Raid. Mal gucken, also das ist echt eine geile Aktion. Aber was wir jetzt noch was haben, ich habe ja noch einige Suchen abgeschlossen, beziehungsweise der Kollege hat mir geholfen. Gehen wir das mal ab. So, Relikteisen und ein Engramm. Moment, jetzt muss ich eben kurz gucken. Habe ich da noch was voll aufgelevelt? Nix. Also vielleicht müsste ich da leveln. Moment. Das level ich mal gerne. Guck mal, Relikteisen habe ich echt viel. So. Ja, das ist das Engramm. Gut, gucken wir jetzt mal weiter am Text. Gehen wir mal ab. Ja. Ja, Lichtpartikel. Gut. Perfekt, nochmal Lichtpartikel und das war's fürs Erste. So, Upgrade. Ich habe gedacht, oh doch, auch hier. Super, perfekt, dann habe ich das bald ja mal zum Teleportieren. Zum Teleportieren. Das könnte mir vielleicht den Arsch retten. Muss ich mal vielleicht sagen. Müssen wir mal testen. Auf jeden Fall ist das eine geile Aktion. So, dann kann ich hier die Waffe schon mal ein bisschen pimpen. Verbessert Handhabung. Nehme ich gerne an. So. Verringert Rückstoß. Okay. Geringer Rückstoß und Explosionsradius. Das mag ich nicht so besonders. Das können wir ja gerne machen. So, und da wird Explosionsradius später wieder erhöht. Ja, sonst habe ich ja jetzt nichts vieles Großartiges getan. So. Ich bin zufrieden, kann ich euch nur sagen. Ich bin zufrieden. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt noch einiges mache. Genau, wir können das hier abgeben. Oh, ich glaube, ich kriege noch was geschenkt. Gucken wir auch nochmal. Ey, wie geil das heute ist. Das Lichtpartikel. Ah, ich kann da unten hin. Alles klar. Mache ich gleich. Moment. Achso, Raketenwerfer, genau. Lichtpartikel 264. Spende ich vielleicht mal. Mal gucken. Spende ich ja auch in allen Charakteren, die ich ja habe. Kann denen auch gut helfen, warum nicht? Aber diese Methode werde ich definitiv öfters benutzen. Bei den anderen Chars definitiv, wenn ich soweit bin. Schöne Loot-Aktion. Prämie. Ja. Perfekt. Was haben wir jetzt hier in Reif? 263. 278. Ja, leider wieder Intellekt und Stärke. Zack. 265 an Licht bin ich jetzt. Wie geil ist das denn? So, werde ich mich aber um einiges trennen müssen. Wie cool. Also Leute, ich habe jetzt aber was ganz schönes, fettes erreicht heute an einen schönen Tag. Ja, ich werde mich jetzt verabschieden. Das ist ein kleines Infovideo für euch. Ja gut, ganze Folge, normale Folge lang. Wem es hier gefallen hat, dann gerne ein Däumchen nach oben. Teilt dieses Video für alle, die noch nicht irgendwas damit zu tun haben. Schreibt eure Kommentare, wie vielleicht eure Erfahrungen im Level steigen ist hier bei Destiny. Schreibt es rein, sagt es mir sofort. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Würde ich dann einfach nur sagen. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Seid gespannt. Euer Alpha Chief, der wird hier noch was einiges packen. Und ich freue mich einfach. Also, bis demnächst.